2016 bin ich Fujifilm Ex-Fotografer. Ich habe extrem Freude, dass ich das sein darf. Ich wohne zusammen mit meiner Familie in einer sehr ländlichen Gegend in der Schweiz. Ja, schon früher, zu der Schulzeit, hat mich die Bildwelt sehr interessiert. Früher war beim Fischen für mich die Ruhe etwas, wo mir sehr nahe ging, wo mich auch sehr fasziniert. Schon die Wetterdaten studiert und auch hier gehört dazu, dass man den Zeitpunkt und den Ort planet, wo man her will und was man dann machen möchte. So ist es für mich heute das Gleiche mit einem Bild und der Fotografie. Fujifilm hat GFX 50S, eine Kamera entwickelt, die für meine persönliche Landschaftsfotografie steht. Eine maximale Detailauflösung. Sie ist genügend kompakt und relativ leicht, mit einem Dynamikumfang, der extrem ist und vor allem wetterfest. Das Licht verändert sich in der Landschaft. Teilweise sehr schnell. Das kann Sachen erleben, da geht das 10 oder 20 Sekunden und das Licht ist komplett anders. Das hält die Spannung doch irgendwie hoch und dazu muss ich auch wach sein. Für Landschaftsbilder verwende ich einfach absolut am meisten ein Weitwinkelobjektiv. Ich kann damit viel mehr Tiefenwirkung erzielen. Damit kann ich näher ans Geschehen oder näher an ein Objekt her. Und kann die Bildkomposition so gestalten, dass die Tiefe im Bild wirklich umsetzen kann. Manchmal schon Tage, da nehme ich die Kamera nicht einmal aus der Tasche. Einfach weil ich das Gefühl habe, es lohnt sich nicht. Oder ich habe einfach nicht den richtigen Standort gefunden. Oder es passt einfach vom Licht nicht. Teilweise nehme ich sehr viel Aufwand auf mich, irgendeinen Ort herzukommen oder an eine Lichtstimmung zum Zeitpunkt herzukommen, damit ich wirklich so ein Bild machen kann, das speziell bleibend und auf einen persönlichen Erfolg ist. Aber für mich ist es auch wichtig, dass ich immer flexibel bin. Auch wenn noch die Erwartungen nicht ganz erfüllt werden, heisst das nicht, dass es nicht gut ist. Also ich versuche dort immer die Situation vor Ort zu beobachten. Für mich ist das Licht einfach das Elementarste und ich orientiere mich auch natürlich sehr stark an dem. In der Fotografie bin ich durch meinen Vater in Kontakt gekommen. Dann zumal war das natürlich noch die analoge Fotografie. Die Spannung, wie die Fotos dann entwickelt werden, war jeweils gross. Ist die Aufnahme richtig belichtet? Stimmt die Qualität? Ich habe dort sehr gerne warme Farben. Das frühe Morgenlicht ist wirklich das, was ich absolut am liebsten habe. Ich habe dort gerne so ein bisschen das Mystische, sie einmalige Stimmungen, speziell im Zusammenhang mit Nebel. Das ist etwas, was mich fasziniert. Das ist auch nicht so berechenbar. Was ich auch sehr schätze, ist die kamerainterne Belichtungszeit, die bis zu einer Stunde geht. Damit kann ich auf externe Auslöser komplett verzichten.
Landschaftsfotografie macht mir einfach extrem Freude. Für uns in der Natur sein, die einzigartigen Lichtmomente in der Landschaft festhalten, bereichert mich extrem.